Syro Reisemobile. Mehr Freiheit beim Reisen. Hallo und willkommen im Syro Reisemobil Center in Dortmund am Flughafen. Heute haben wir einen Produktvergleich zwischen der Carthago E-Line Baureihe und der C-Line Baureihe. Wir sehen hier von außen schon ein viel höheres Fahrzeug, eine ganz andere Front. Wir haben allgemein noch größere Stauräume, noch größere Tanks, noch mehr Batteriekapazitäten. Und wie das im Einzelnen genau aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt. Wir sind nun am C-Line Modell angekommen. Und beginnen von außen. Das Stichwort ist Stauraum. Carthago ist ja bekannt schon von seinen sehr großen Heckgaragen her. Im C-Line-Modell haben wir beidseitig die große Heckgaragentür. Ich komme also von der Fahrer- oder von der Beifahrerseite sehr gut an meinen Stauraum. Kann hier mit 350 Kilogramm belasten. Fahrräder, Motorroller, Tische, Stühle, alles was man da so braucht. Wir haben hier eine Innenhöhe von 1,20 Meter. Und auch den Sicherungskasten hier leicht erreichbar, 230 Volt Steckdosen, beheizbarer Doppelboden, Anti-Rutschbeschichtung, Ringankerprofile für die Ladung sichern und noch vieles mehr. Im E-Line-Modell schauen wir uns nun auch einmal hinten die Rollergarage an. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir über die Zentralfernbedienung die Klappen öffnen können. Das heißt, ich gehe hier hin und öffne sie nach oben hinweg. Habe dadurch gleichzeitig einen Unterstand, einen richtig starken Druckzylinder, der die hier oben hält. Auch da gegenüberliegend wieder serienmäßig die große Rollergaragentür. Wir haben hier eine Innenhöhe von 1,32 Meter und können hier sogar mit 450 Kilogramm belasten, also nochmal 100 Kilogramm mehr. Auf der Fahrerseite haben wir ein zusätzliches Fach, das ist quasi unter der Sitzgruppe. Hier gehen die Klappen nach oben auf, das heißt, auch wenn es mal ein bisschen enger ist, habe ich hier genug Breite, um da an meinen Stauraum heranzukommen. Hier sehen Sie jetzt auch noch einmal den GFK-Doppelboden. Ja, das Doppelspeicher-Klimakonzept kommt hier nochmal deutlich heraus. Wir haben die alte Warmwasserheizung ja hier serienmäßig in dem E-Line-Modell. Ich kann also hier von außen auch beladen, kann die Sitzbank aufklappen und hier von innen entnehmen. Alles ist ergonomisch leicht erreichbar. Zurück beim C-Line-Modell. Auch hier habe ich auf der Fahrerseite eines der größten Staufächer. Da benutze ich dann natürlich meinen Aufbauschlüssel, um hier heranzukommen und kann dann da auch beidseitig diese Klappe nach oben hin öffnen. Die wird natürlich auch mitgeführt und gehalten. Ich habe auch da Druckzylinder. Hier sehen Sie genau wie gerade auch wieder den GFK-Doppelboden, auch ein ganz großes Staufach im Eingangsbereich, dass ich die Möglichkeit habe durchzuladen. Hier oben ist meine Sitzbank, also da könnte ich jetzt auch öffnen und zugreifen. Gegenüber ist dann das nächste Ausstellfach. Das ist quasi auch unter der Sitzbank auf der Beifahrerseite. Und wenn man jetzt mal hier durchschaut, kann ich also gegenüberliegend dann auch mal lange Sachen wie Skier durchladen, Profile oder ähnliches. Da habe ich auch meine Batterien, mein NATO-Knochen, alles wieder leicht zugänglich. Angekommen im Wohnraum haben wir nun die Möglichkeit hier auf die großen Stauräume im Doppelboden zuzugreifen. Ich kann halt hier schon von außen instehen, ganz bequem hier auch nochmal bestücken und entnehmen. Auch da habe ich meine ganzen Ventile leicht erreichbar. Darüber hinaus habe ich ja noch ein Fach hier unter dem Sitz, was wir gerade von außen gesehen haben. Das befindet sich dann hier. Da kann ich über die Schlaufe diese Sitzfläche aufstellen und hier dann zugreifen, meine Getränke oder ähnliches rausnehmen. Gegenüber war dieses größere Fach auf der Fahrerseite. Da kann ich dann halt über die Sitzbank oder über die L-Lounge zugreifen, kann hier das hochstellen und dann nach da bestücken und entnehmen. Zurück im E-Line-Modell haben wir natürlich auch hier
genau die gleichen Staufächer wie im C-Line-Modell, nur größer. Da sieht man auch hier an der seitlichen Sitzbank, wenn ich da mal öffne und dahinter schaue, sehen Sie nochmal ein deutlich breiteres Fach für noch mehr Stauraum. Im E-Line-Modell sind nicht nur die Fächer größer und höher, auch die Stehhöhe. Ja, also für die Großgewachsenen unter uns, hier kann ich bis 2,11 Meter Höhe stehen, haben natürlich nochmal ein ganz anderes Raumgefühl, nochmal viel größere Tanks, viel größere Batterien. Ich bin noch autarker im E-Line. Durch das höhere Dach haben wir hier hinten im Heckbad eine andere Ebene. Da ist dann wichtig zu erkennen, dass wir in der Duschkabine eine Ebene haben. Also nicht so wie beim C-Line-Modell, wo der Radkasten verbaut ist, was wir Ihnen gleich zeigen. Zurück im C-Line-Modell fällt Ihnen schon auf, hier ist etwas weniger Kopffreiheit, aber immer noch genug, wenn man nicht an die 2 Meter groß ist. Wenn wir hier uns Richtung Raumbad, Heck bewegen, sehen wir dann die Duschkabine mit dieser zweiten Ebene, wo dann halt der Radkasten dahinter ist. Neu in den aktuellen 2019er C-Modellen, auch hier im i4.9, sind die noch größeren TV-Geräte von Alphatronics. Wir haben hier ein 32-Zoll-Gerät aus der Baureihe S-Line, also das wertigste Premium-Gerät, was Alphatronics so anbieten kann. Das heißt, ich kann hier ganz gemütlich vom Beifahrerplatz aus oder aus der L-Lounge auch bei schlechtem Wetter mal hier drin Zeit verbringen. Nun ein paar Infos zu den Frischwassertanks. Die sind ja bei allen Carthago-Modellen im Heck verbaut, auch aus Gewichtsgründen. Natürlich sind sie da auch beheizt. Ich habe hier die erste Luke, wo ich auf meinen Frischwassertank zugreifen könnte. Hier mit einem Volumen von 235 Litern. Das muss man sich mal überlegen, wie lange man da autark stehen könnte. Schräg gegenüber die nächste Luke für den Abwassertank. Auch zu erkennen an der roten Luke. Daneben deuten sich an diese Lamellen, diese silbernen, das sehen Sie vielleicht. Das ist also der Heizkörper im Prinzip von der alten Warmwasserheizung. Hier nochmal ein ganz anderes Wärmeempfinden. Eine Sache zu den Aufbautüren in den E-Line-Modellen. Schauen Sie sich mal diese massive Tür an. Ja, solche Türen werden auch in Flugzeugen verbaut. Sie haben hier 3 Scharniere. Sie haben einen ganz anderen Griff. Also eine absolut dicht und sicher abschließende Aufbautür. Mit eines der wichtigsten Grundrissvarianten ist die Tandemachse hier bei den E-Line-Modellen. Dadurch kann ich nochmal viel mehr zuladen, also auch deutlich über 5 Tonnen. Und was dann nicht fehlen darf, sind die DNAs, wie sie in allen Carthagos sowieso schon vorhanden sind. Da sind wir ja auch schon in anderen Videos drauf eingegangen. Das alles in Summe unterscheidet C-Line vom E-Line-Modell. Gerne gehen wir auch im Beratungsgespräch ganz individuell nochmal auf das ein oder andere ein. Wir danken für das Gucken und freuen uns auf Ihre Besuche. Fleißig den Daumen hoch. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Syro Reisemobile. Mehr Freiheit beim Reisen.